Hallo und willkommen auf meinem Kanal und zu diesem Video. Heute zeige ich euch, wie ich Makramees gemacht bzw. selber gelernt habe. Und ich zeige es euch deshalb auch, die Version für Anfänger, weil ich das selber innerhalb von einer Stunde gelernt habe von meiner Schwester. Also die Hände, die ihr damit im Video seht, die gehören meiner Schwester. Es ist wirklich super einfach und das Ergebnis ist total schön. Ich habe 5 Makramees gemacht für mein Badezimmer. Und ich zeige euch 3 verschiedene Knoten, die ihr machen könnt, die ihr danach miteinander kombinieren könnt. Und 2 Weisen, das Makramee selbst zu starten. Also man kann das an den Ring hängen oder direkt als Schlaufe starten lassen. Das sind wirklich somit die einfachsten Knoten, die man machen kann. Ich selber bin weder besonders geduldig noch besonders geschickt. Also sind das wirklich einfache Sachen, die am Anfang vielleicht kurz kompliziert wirken, aber nachdem man sie 2 oder 3 Mal gemacht hat, wirklich super einfach sind. Ihr braucht auch gar nicht viel Materialien dafür. Und es ist auch super, das irgendwann als Geschenk zu verschenken. Ich habe diese Makramees für Töpfe mit Pflanzen gemacht. Man kann aber auch Holzbretter einhängen. Da gibt es ganz viele verschiedene Verwendungszwecke. Ich verlinke euch die Materialien, die wir benutzt haben, unten in der Infobox. Und für die, die sich entscheiden nach diesem Video, dass es trotzdem noch zu kompliziert ist, was vollkommen fein ist, verlinke ich auch noch Makramees, die ich mir vor 1-2 Jahren gekauft habe und die ich nicht selber gemacht habe und die ich hier auch in der Wohnung hängen habe, auch nochmal unten in der Infobox. Dann könnt ihr, selbst wenn ihr das nicht nachmachen wollt und es trotzdem schön findet, euch trotzdem sowas in die Wohnung hängen. Und jetzt genug der Vorrede. Viel Spaß beim Video und wenn es euch gefällt, gebt mir gerne einen Daumen hoch und abonniert meinen Kanal. Ich habe viel DIY-Content auf meinem Kanal und gerne folgen und dann kriegt ihr immer eine Nachricht, wenn ich ein neues Video hochlade. Und jetzt geht's los mit dem Video. Und hier seht ihr auch schon alles, was ihr braucht. Ein bisschen von der Makramee-Kordel, die gibt es in verschiedenen Farben, ein Maßband und eine Schere. Ihr könnt zusätzlich auch noch mit Ringen oder mit Holzkugeln arbeiten, aber das ist vollkommen optional. Dann geht es auch schon los mit der Vorbereitung. Für jedes Makramee braucht ihr 8 4-Meter-Stücke von der Kordel, die ihr gekauft habt. Ich habe einfach einmal 50 cm abgemessen und die Kordel dann 8-mal gefaltet und dann geschnitten. Und um etwa gleich lange Stücke zu bekommen, habe ich dann die Fäden immer übereinander gelegt und so lange gezogen, bis der erste abgeschnittene Faden zu Ende war und habe dann wieder geschnitten. Es ist nicht wirklich schlimm, wenn die Fäden nicht exakt gleich lang sind. Durch das Knoten bekommen die sowieso alle eine unterschiedliche Länge und man schneidet sie am Ende gerade ab. Zusätzlich müsst ihr euch noch 1 bis 2 70 cm lange Stücke abschneiden. Ihr braucht dann 2, wenn ihr nicht vorne mit einem Ring startet. Wenn ihr nicht mit einem Ring startet, startet man in der Regel mit einem Wickelknoten, den zeige ich euch hier einmal. Zunächst legt ihr euch eine Schlaufe genau in der Mitte eurer 8 4 Meter Kordeln und dann legt ihr eine der 70 cm Kordeln da drauf, wie ihr hier im Bild seht. Bei einem Wickelknoten müsst ihr darauf achten, dass oben ein Stück Kordel rausguckt und unten eine Schlaufe. Dann geht ihr so vor, dass ihr etwa 10-mal und sehr eng das lange Stück der Kordel um euer Makramee wickelt. Und wenn ihr fertig damit seid, steckt ihr das Ende dieser langen Kordel durch die Schlaufe, die ihr freigelassen habt, und zieht ganz oben an dem Stück, das rausguckt, um den Wickelknoten festzuziehen. Ihr könnt den Knoten dann noch etwas zusammenschieben und wenn alles passt, schneidet ihr die beiden Enden ab, die rausgucken, und damit habt ihr schon die erste Startversion des Makramees geschafft. Die zweite Möglichkeit, ein Makramee zu starten, ist mit einem Ring. Ich finde hier die Holzringe besonders schön und hier nehmt ihr jeweils einzeln eine eurer Kordeln und führt sie einmal durch den Ring, indem ihr eine Schlaufe über den Ring legt und dann von hinten nach vorne die beiden Bänder durchzieht. Das Wichtige hierbei ist, dass ihr jedes einzelne eurer Seile in der gleichen Richtung befestigt, also jeweils entweder von hinten die Schlaufe drüber legen oder von vorne.
Und damit kommen wir auch schon zum ersten richtigen Knoten und meinem persönlichen Lieblingsknoten. Und zwar ist das der Spiralknoten. Ihr könnt hier erkennen, dass das so aussieht wie eine Helix. Meine Schwester und ich nennen ihn auch gerne DNA-Knoten. Und der ist wirklich super leicht. Für diesen Knoten nehmt ihr euch jeweils 4 Seile und legt das ganz linke Seil über die beiden mittleren Seile. Dann geht ihr hin und nehmt den rechten Faden und legt ihn noch über diesen. Und durch das erste quer drüberlegen ist eine Schlaufe entstanden, durch die ihr den ganz rechten Faden dann von unten durchfädeln könnt. Und das war auch schon alles. Diesen Knoten immer wieder zu wiederholen führt dazu, dass ihr eine Spirale bekommt. Das Wichtige ist, dass ihr hier vor allen Dingen die beiden mittleren Bänder immer straff haltet, damit sie immer parallel nebeneinander liegen und sich nicht umeinander wickeln oder knoten und der Knoten dadurch irgendwie unsauber wird. Der nächste Knoten ist der Kreuzknoten und genauso einfach, weil er zum Teil tatsächlich auch aus dem Spiralknoten besteht. Der Anfang ist nämlich genau gleich. Ihr legt also wieder den Faden links außen über die Mitte und zieht den Faden rechts außen dann durch die Schlaufe. Der einzige Unterschied im nächsten Schritt ist, dass ihr den Knoten dann genau in der umgekehrten Richtung macht, damit er sich eben nicht dreht, sondern einfach gerade bleibt. Anstatt den Faden links außen jetzt also über die beiden mittleren Fäden zu legen, geht ihr hin und legt ihn unter den beiden Fäden her, nehmt dann den Faden rechts außen und legt ihn eben noch unter dem linken her und führt ihn dann von oben durch die Schlaufe. Und diese beiden Knoten macht ihr immer abwechselnd, so oft wie ihr möchtet, vielleicht 5-mal und habt dann so ein Kreuzknotenband. Ich zeige es euch hier nochmal in schneller, damit ihr euch das Ganze nochmal angucken könnt, aber mit ein bisschen Übung ist das wirklich sehr einfach. Kreuzknoten ist deshalb besonders wichtig, weil man ihn nicht nur für solche Kreuzknotenbänder verwendet, sondern auch, um nachher eine Verbindung zwischen euren 4 Strängen herzustellen, um tatsächlich auch sowas wie einen Topf oder eine Holzplatte in das Makramee einbauen zu können. Dafür macht ihr jeweils in 2 eurer Stränge so einen Kreuzknoten, also einmal vorne und einmal hinten rum, und dann verbindet ihr jeweils 2 der Seile zu einem neuen Kreuzknoten, um die beiden Stränge miteinander zu verbinden. Das Ganze macht ihr insgesamt 4-mal. Ihr stellt also 4 Verbindungen her. Und dann ist euer Makramee auch schon fast fertig. Das Einzige, was ihr jetzt zum Schluss noch einmal machen müsst, ist der Knoten ganz vom Anfang, also ein Wickelknoten, damit der Topf nicht unten rausfällt. Wenn ihr den Wickelknoten fertig gebunden habt, macht es auf jeden Fall Sinn, einmal zu gucken, ob der Topf auch wirklich reinpasst, wie gedacht. Wenn dem so ist, Wickelknoten festziehen und wieder an beiden Seiten abschneiden. Und ganz zum Schluss schneidet ihr das Makramee noch unten ab, genau auf der Länge der kürzesten Bänder. Die Bänder haben mittlerweile eine sehr unterschiedliche Länge, was daran liegt, dass sie alle sehr unterschiedlich viel geknotet wurden. Die beiden Bänder in der Mitte vom Spiralknoten dürften zum Beispiel deutlich länger sein. Wenn ihr sie dann aber alle auf derselben Höhe abschneidet, sieht das gut aus. Der letzte Knoten, den ich euch jetzt noch zeige, ist auch super einfach. Ein diagonaler Rippenknoten. Hier seht ihr einmal auf der rechten Seite, wie er am Ende aussieht. Ihr nehmt euch ein Band aus der Mitte. Hier teilt ihr das jeweils auf 2 Stränge auf. Der Knoten ist besonders einfach. Ihr müsst einfach jeweils eines der Bänder nehmen und 2-mal um das Führungsseil wickeln. Einmal links vorbei und einmal rechts vorbei, an sich selbst. Man kommt ja von oben auf das Führungsseil zu, geht dann einmal darüber, wickelt sich rechts an sich selbst vorbei und dann wieder links. Ich zeige das aber auch noch ein paar Mal. Ich finde, das kann man an den späteren Knoten besser erkennen. Es ist auf jeden Fall sehr wichtig, dass ihr das Führungsseil straff haltet. Ich zeige euch einmal, wie das aussieht. Wenn man das nicht macht, dann geht der Knoten in die falsche Richtung. Das würdet ihr aber sofort erkennen. Und dann reicht es, wenn ihr einmal zurückzieht, zack, und das Führungsseil wieder in die richtige Position bringt. Hier das Ganze nochmal ganz langsam. Das Seil kommt von oben, wickelt sich einmal
rechts um das Führungsseil festziehen und dann beim zweiten Mal geht es links vorbei. Nochmal festziehen, das Führungsseil straff halten und das andere Seil unten rausziehen. Und dann ist der Knoten auch schon fertig und der wird einfach ein paar Mal wiederholt. Wenn ihr außen angekommen seid, nehmt ihr wieder das Führungsseil, legt es dann diagonal in die Mitte und macht genauso mit den Knoten weiter. An dieser Stelle noch ein kleiner Hack, wenn ihr nicht wie ich eine Schwester habt, die ständig euer Makramee festhalten kann, während ihr das knüpft. Ihr könnt es auch einfach an einen Tür- oder Fenstergriff hängen und dann das ganze Ding so auf Spannung bringen. Wenn eure Raute aus diagonalen Rippenknoten fertig ist, könnt ihr euch entscheiden, welches der beiden Führungsseile ihr am Ende dazu verwendet, um es als Führungsseil weiterzuführen und welches andere ihr darum wickelt, damit die Raute unten abgeschlossen ist. Hier seht ihr meine Makramees und ihr seht, ihr könnt diverse Knoten miteinander verbinden, abwechselnd Knoten, ihr könnt mit einer Schlaufe starten oder mit einem Ring. Je mehr ihr da kombiniert, desto individueller ist euer Makramee. Je nachdem, welche Knoten ihr nehmt und wie viele ihr benutzt, werden die Makramees schon auf natürliche Weise auch sehr unterschiedlich lang, was super aussieht, wenn man sie nebeneinander hängt, dass sie so ein bisschen Varianz untereinander haben. Ich habe für meine Makramees künstliche Pflanzen genommen, weil ich sie im Badezimmer aufhänge, kein Tageslicht darin habe und ohne Photosynthese wird das sonst nichts. Ich habe also Schaumstoffblöcke zurechtgeschnitten, die künstlichen Pflanzen darin platziert und wir haben eine Rebsdecke im Badezimmer, um da etwas aufzuhängen, haben wir Hohlraumdübel verwendet und ja, kleine Haken, die wir in die Hohlraumdübel reingedreht haben und dann bin ich auf der Badewanne rumgeturnt, um alle aufzuhängen.